Hallo und willkommen zu Startup Nation, einem Online-Geister-Podcast. Genau gesagt, eine Rubrik bei den Online-Geistern. Hallo, mein Name ist Christian Allner. Ich bin einer der beiden Moderatoren des Radio-Podcasts Online-Geister und das ist quasi unser erstes Spin-off. Startup Nation, was will ich eigentlich mit diesem Projekt erreichen? Konkreter Hintergrund. Ich bin seit 2011 selbstständig mit meiner Agentur Schriftarchitekt, berate, betreue dort Unternehmen, vor allem aus dem KMU-Segment, besser zu kommunizieren, Social Media zu meistern und im Datenschutz sicherer zu werden. Das ist meine freiberufliche Tätigkeit. Seit September 2019 bin ich außerdem Startup-CEO. Es fühlt sich immer etwas merkwürdig an, sowas auszusprechen, weil es auch sehr viele Pose und möchte gerne in dem Segment gibt. Und dieser Podcast soll mir ganz konkret helfen, das, was ich tue, zu dokumentieren. Ich habe jetzt zum allerersten Mal im klassischen Sinne richtige Mitarbeiter. Ich habe ein Projekt, ich habe eine bestimmte Richtung. Ich habe Probleme ohne Ende und den Arsch voll Arbeit. Und beschließe noch einen weiteren Podcast jetzt zu machen. Insofern, es kann interessant werden, was soll diese Folge hier, dieser Podcast hier erstmal bringen. Das hier ist die berühmte Nullnummer, in der ich einfach kurz mal erzählen möchte, wer bin ich, was mache ich, was habe ich vor. Mit Startup Nation, einem Online-Geister-Podcast, habe ich vor, einfach kurz zu dokumentieren, wie ist mein Werdegang. Das ist quasi hier wirklich Tagebucheintrag. Was mache ich zu gegebenen Zeitpunkten, welche Probleme habe ich, in welche Richtung geht das Ganze? Und eben für euch da draußen, die ihr mir jetzt gerade zuhört, noch kurz drei Anmerkungen. Erstens, das, was ich hier sage und erzähle, genauso auch wie das, was wir bei der Seminar machen, das sind Impulse. Das ist ein erster Impuls zum Thema. Zweite Anmerkung, für Fragen, für Feedback sind sowohl mein Team als auch ich immer erreichbar. Unter onlinegeister.com oder der Seminar, gebt uns einfach in der Suchmaschine eures Vertrauens ein, ihr findet uns schon. Und drittens hoffe ich, für alle Zuhörer ist das Du in Ordnung, also so eine freundschaftlich kollegiale Ebene, die möchte ich schon halten und das soll eigentlich auch am Anfang erstmal reichen. Mich würde vor allem interessieren, Feedback eurerseits. Was möchtet ihr hören? Was interessiert euch? Welche konkreten Probleme habt ihr vielleicht selbst als Geschäftsführer, als Gründer, als Einzelselbstständiger? Was ihr schon immer mal besprechen wolltet. Ich selbst komme aus der digitalen Generation. Das heißt, ich habe für der Seminar zum Beispiel ein eigenes Cloud-System aufgestellt. Wir benutzen einen eigenen Messenger. Wir haben ein eigenes Projektmanagement-Tool. Ich habe einen passwortverschlüsselten und in der Cloud befindlichen Passwortmanager gemacht. Komplett selbst, beziehungsweise basierend auf Open-Source-Software. Das ist die Art und Weise, wie ich an sowas rangehe. Wenn euch die Tools interessieren, sehr, sehr gerne, da kann ich eigene Folgen auch mal drüber machen. Ansonsten würde ich vor allem hier erstmal reden wollen über die Art und Weise, Prozesse, Abläufe, aber auch Gedanken, Probleme, emotionale Sachen. Es kann auch sehr, sehr stressig sein, ein Startup zu gründen, ein Unternehmen zu gründen, an sich erstmal. Es Startup zu nennen, ist einfach nur ein Label erstmal, aber dazu sage ich auch nochmal was. Und was sind einfach die alltäglichen Herausforderungen? Was sind Probleme, die mir ganz konkret begegnen? Es wird wirklich eine Geschichte von mir über mich. Das hat nichts mit Ego zu tun, sondern einfach, ich kann meine Probleme natürlich auch am besten darlegen und halt auch einfach am Beispiel dann direkt zeigen, wie habe ich meine Probleme gelöst. Insofern Startup Nation, ein Online-Geister-Podcast. Freut euch drauf. Abonnieren würde mich sehr freuen. Aktuell findet ihr uns bei Apple Podcasts und bei den Podcatchern eures Vertrauens. Mein Name ist Christian, hat mich gefreut. Wir hören uns bis bald.